neuer Tag in Dubai, ein neuer super, super heißer Tag in Dubai. Ein Tag, an dem man sich mal etwas Kultur gönnen kann. Und zwar bin ich beim Bilderrahmen, dem größten Bilderrahmen, den es jemals auf der Welt gegeben hat. Ich stehe hier vor dem Dubai Frame, einem riesigen Bilderrahmen, wo man auch hoch kann. Und da fahren wir jetzt hoch. Ich muss ehrlich dazu sagen, ich weiß nicht so hundertprozentig, was sich Dubai dabei gedacht hat, einen riesigen Bilderrahmen zu bauen. Vielleicht haben sie auch einfach in der KI gefragt, ey, nenn mir mal ein Bauwerk, was wir einfach hier hinkloppen können, was noch niemand hat. Und dann hat die KI gesagt, wir bauen einen Bilderrahmen. Gold verziert mit Glasdach, wo man runtergucken kann. Naja, und dann verlangst du dafür 55 Dirham Eintritt. Das ist noch nicht mal wirklich viel. Das sind 12 Euro. Also ist völlig okay. Und dann kloppen wir das Ding hier einfach mal mitten hin. Naja, und hier vor stehe ich jetzt. Den Dubai Frame. Ein wahrhaft krass imposantes Gebäude. Ihr seht oben Glasböden. Da kann man dann runterschauen. Man fährt dann da irgendwie mit, ich hoffe, dass es ein Aufzug ist und keine Treppe. Und kann dann im Prinzip hier einen Blick über die Stadt genießen, ohne viel Geld zu zahlen. Denn wer zum Beispiel weiß, Burj Khalifa und Co., diese ganzen Aussichtsplattformen, kosten teilweise 50, 60, 70 Euro der Eintritt. Hier bist du mit 12 Euro richtig günstig dabei. Und was wäre Dubai, wenn nicht natürlich alles Gold verziert ist? Das ist so krass. Eingangsbereich, hier wurden gerade Fotos gemacht, also man bekommt hier so Erinnerungsfotos und hier geht es jetzt in den Aufzug, der auch noch irgendwie... Hi, how are you? Wow. Okay, thank you. Oh, guckt euch mal hier das Wasser an. Das ist geil. Man kommt hier auf einmal in ein Museum rein, was die Geschichte von Dubai erzählt. Schön eingerichtet, finde ich. Wir haben hier Swipe your hand left or right. Ah, okay. Also man kann hier die Sachen aktivieren und sich dann hier so Präsentationen anschauen. Das ist halt auch das, was Dubai so spannend macht. Es war ja wirklich einfach nur Wüste. Und bis vor vielen, vielen Jahren gab es hier ja gefühlt gar nichts. Und diese Stadt ist ja so exponentiell schnell gewachsen, dass man da kaum noch hinterherkommt. Hier vorne befindet sich jetzt der Aufzug hoch auf die Spitze des Bilderrahmens. Ich bin mal sehr gespannt, der wird wahrscheinlich super schnell da hochrasen. Mal gucken, was da so kommt. Hier sieht man auch alte Bilder vom Flughafen, wie der damals gebaut wurde. Die ersten Flugzeuge aus Air India zum Beispiel auch. Es waren ja früh die Inder und Pakistanis, die hierher gekommen sind, um diese Stadt aufzubauen, weil Dubai ja selbst sehr wenige normale Ureinwohner in dem Sinne hat. Thank you.
ganz alleine in dem Lift, der runterfährt. Und jetzt sehen wir auch hier ein bisschen die Stadt nochmal. Und man kann dann so ein bisschen sehen, wie es hier runtergeht. Das sieht nicht so schnell aus, aber das ist ganz schön schnell. Das geht richtig auf die Ohren tatsächlich. Also man merkt das richtig hier in den Ohren. Oh, ich muss Druckausgleich machen. Hier unten ist so ein Park. Es ist natürlich viel zu heiß, um durch den Park zu laufen, aber ich bin blöd genug, um es zu tun. Deswegen werde ich das jetzt auch tun und nicht mit dem Bus zurückfahren zur Metrostation. Oh. Sondern werde laufen durch den Park. Völlig Banane, da läuft kein einziger Mensch lang. Wir haben über 40 Grad. Aber ich mach's. Und ich wollte eine Flasche Wasser haben. Die kostet da oben 15 Dirham, das sind 4 Euro. Die kostet im Supermarkt 2 Dirham, das sind 50 Cent. Also muss ich wohl dehydrieren, leider. Naja. Thank you. You're Quatsch. Aber ich muss euch sagen, ich habe noch nie so was Beeindruckendes gesehen wie diese Vorstellung. Dubai ist jetzt schon 20, 30, 40 Level über Deutschland, über Europa. Das ist ein Unterschied. Das sind Welten, die zwischen dieser Stadt und unserem Lebensstandard liegen. Muss man ganz klar sagen. Menschenrechtsverletzungen, klar. Ne, eine Art, ja, wie sagt man das vielleicht? Kommunistisches System in einer gewissen Art und Weise auch. Oder na, ich weiß nicht, ob es eher so eine, ob sowas Royales ist oder Kommunismus, keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall natürlich nicht unser System. Aber die sind so viele Level über uns. Das ist unglaublich, das muss man einfach ganz klar so sagen. Und das hat nochmal gezeigt, was Dubai auch für Pläne hat, für die Zukunft weiterzukommen und irgendwie weiter Dinge zu schaffen. Und ich glaube auch, dass Dubai diese Möglichkeit hat, noch viele, viele Dinge zu schaffen, Technologien voranzutreiben, neue Dinge zu kreieren, die für uns undenkbar sind im jetzigen Moment, weil die es auch einfach so angehen. Und da sind auch diese ganzen Zitate von diesem Scheich, der hier regiert, der auch immer wieder sagt, dass man einfach, ne, man muss es machen, man muss es einfach probieren, man muss diese Kreativität rauslassen. Und allein das hier ist doch schon ein Zeichen davon, wie kreativ man sein kann. Ich bin wirklich fasziniert, es war wirklich cool. Und jetzt geht's zurück zur Metrostation, denn mir ist schwer heiß. Das war mein Besuch beim Dubai Frame. Kann ich auf jeden Fall wirklich nur jedem ans Herz legen, da mal reinzuschauen. Es ist sehr günstig, man kann wirklich eine Menge sehen, auch am Ende die Show mit diesem bunten Kram und so, war wirklich cool. Und eine Station weiter, und zwar an der Metrostation World Trade Center, befindet sich das Museum of the Future. Diese silberne Bohne, in Anführungsstrichen, eines der schönsten Gebäude der Welt wohl. Und ich würde sagen, dort steige ich dann gleich mal aus und schaue mir das mal an. Gehe aber nicht ins Museum rein, der Eintritt kostet nämlich 37 Euro. Dafür bin ich zu geizig, aber man kann wohl im Erdgeschoss und im ersten Stock gratis rein, und nur wenn man dann weiter ins Museum rein möchte, kostet es halt wohl Geld. Ich würde sagen, das testen wir einfach mal aus. Ab geht's ins Museum of the Future. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier bin. Ich bin eine Station weit gefahren
bis zum World Trade Center. Ich bin hier wahrscheinlich auf dem Platz der Hölle, so heiß wie das hier gerade ist. Also, oh, das ist ja übertrieben eklig. Das ist ein riesiger Platz. Hier sind so ein paar Restaurants. Das sieht aus wie so ein bisschen so eine Dubai Kids World Exhibition Gate. Das sieht aus wie so ein bisschen so eine, ja, so eine Messe oder sowas. Könnte das sein? Ich weiß es nicht. Und da vorne ist das Museum of the Future. Da sind die ganzen Tower und da ist so ein richtig geiler Uhrenturm oder was das ist. Keine Ahnung, muss ich gleich mal gucken, was das ist. Aber ja, scheiß drauf. Ich laufe jetzt einfach hier über diesen Parkplatz schön bis zu dem Museum in der brutalen Hitze. Ich wurde hier auch gerade auf diesem Weg zu dem Museum, hier auf der Straße, schon zweimal angehupt von Taxifahrern, ob die mich nicht irgendwo mit hinnehmen sollen, weil das, glaube ich, so unüblich ist, dass hier Leute spazieren gehen. Ich liebe Spazieren, also ich finde es geil. Ich kann richtig lange laufen, weit laufen. Mir macht das überhaupt nichts aus. Also ich laufe hier ohne Problem 10 Kilometer irgendwo hin, gar kein Thema. Aber das ist halt hier total unüblich, allein auch wegen den Temperaturen. Und man sieht auch, diese Bürgersteige sind ja überhaupt nicht dafür ausgelegt zu laufen. Ich meine, was ist das für ein Bürgersteig? Da sind Laternen mitten auf dem Weg, da sind Schilder mitten auf dem Weg. Also es ist nicht fußgängerfreundlich gestaltet hier, aber auch eben Fußgänger muss es geben. Eine kleine Schwierigkeit an meinem Unterfangen gibt es noch. Wie komme ich denn jetzt darüber zum Museum of the Future? Hier ist eine Autobahn. Aber der Typ, ich habe da mal jemanden gerade gefragt, der in so einem Parkhäuschen sitzt, der meinte, ich soll hier mal langlaufen, hier kommt irgendwann ein Tunnel wohl. Ja, weiß ich nicht. Ich sehe jetzt hier noch keinen Tunnel, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe hier nur Autobahn und wie gesagt hier das Gebäude. Aber das ist schon geil, ne? Also das sieht schon krass aus. Leute, ich bin aber auch so ein Vollidiot, gell? Ich bin an der falschen Metrostation ausgestiegen. Ich bin jetzt locker 2,5 Kilometer durch die Hitze gelaufen. Völligst umsonst. Ich hätte noch eine weiterfahren müssen. Und von dort aus wäre direkt ein Tunnel gewesen zum Museum rein. Also bis da hinten hin und dann kann ich da so durch so einen Tunnel laufen. Und ich Quatschkorb laufe hier fast 3 Kilometer durch die sengende Mittagshitze um 13.30 Uhr. Bei 42 Grad. Ich bin so ein Idiot. Guck mal, mein Gesicht, wie rot das schon ist. Ich habe schon richtig Sonnenbrand hier. Boah, wie kann man so blöd sein? Da ist sogar ausgeschildert. Ich hätte einfach eine Station weiterfahren müssen. Aber nein, ich steige ganz da hinten aus und laufe die komplette Strecke, die eine Metro fährt, durch die Sonne. Wie blöd kann man eigentlich sein? So blöd kann keiner sein. Nach wirklich unzähligen Kilometern zu Fuß bin ich jetzt hier am Museum of the Future angekommen. Und bin mal gespannt, was man jetzt hier so entdecken kann, was davon auch gratis ist und was halt Geld kostet. Oh ja, okay, man sieht auf jeden Fall, dass man in dieser Bohne drin steht hier. Interessant. Sehr gut, dass ich mir hier nicht für 35 Euro Tickets gekauft habe. Guckt euch mal an, wie voll das hier ist. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Also ich glaube, da ist wirklich gut, dass ich mir das einfach spare und hier mal kurz durchlaufe. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist relativ unspektakulär. Also es hieß ja, irgendwie erste und zweite Etage kann man gratis erkunden. Ich gehe jetzt zwar da oben nochmal in diesen Tunnel dann rein und gucken, ob da noch was ist, aber hier unten ist jetzt irgendwie nichts außer ein Klo und ein Shop. Tja, manchmal lernt man halt nur etwas später aus seinen Fehlern. Diesen Fußweg hätte ich mir auf jeden Fall sparen können. Das war es gar nicht wert. Da drin ist nichts, was man machen kann. Ich habe mein Wasser aufgefüllt. Da ist ein Shop, da ist ein Restaurant. Da kann man mal kurz durchgehen, aber man sieht nichts Interessantes, wenn man halt eben nicht diese 37 Euro Eintritt bezahlt.
Deswegen ja, spart euch das, wenn ihr dafür kein Geld ausgeben wollt für die Mall, also nichts da als Eintritt bezahlen wollt, lasst es direkt sein. Fahrt da gar nicht erst hin, von außen mal anschauen. Schön, sieht gut aus, ja, aber dafür jetzt 3 Kilometer gelaufen, hat sich gar nicht gelohnt. Naja, dann verbuchen wir das einfach mal als blöden Anfängerfehler. Ich hätte mich vielleicht ein bisschen besser informieren müssen, was da genau jetzt zu sehen gibt und was nicht. Ich dachte eigentlich, es wäre viel, viel mehr. Wie ihr sehen könnt, sind einige Stunden vergangen, nachdem ich bei The Frame und dem Museum of the Future war. Es ist mittlerweile Abend, wir haben es 19 Uhr, glaube ich, aber es ist hier schon dunkel. Und ich habe mir gedacht, ich mache noch was aus dem Abend und muss noch mal raus. Und ich bin gerade am Sunset Beach. Leider ohne Sunset, denn die Sun ist schon weg. Aber der Sunset Beach ist ein gratis Strand hier in der Stadt, an dem man die ganze Nacht baden kann, denn der soll wohl beleuchtet sein oder das Wasser soll beleuchtet sein oder so. Davon sehe ich tatsächlich, ehrlich gesagt, jetzt aber nichts. Trotz allem ist es eine schöne Promenade hier und vor allen Dingen der wichtigste Punkt, der hier gilt, ist, man hat einen bombastischen Ausblick auf den Burj Al Arab. Das 7-Sterne-Premium-Hotel, das, glaube ich, bestbewerteste Hotel auf der ganzen Welt, den kann man hier wunderbar sehen. Der befindet sich direkt da vor mir. Ich blende euch den mal jetzt ein mit einer besseren Qualität als hier von der dämlichen GoPro. Und dann seht ihr das mal, wie wahnsinnig cool dieses Gebäude hier aussieht. Und ja, ich laufe jetzt mal so ein bisschen hier am Strand entlang, so die Promenade runter. Guck mal, was hier ist. Will doch irgendwo noch was zu essen holen. Und ja, schauen wir uns mal an, wie sieht Dubai eigentlich im Dunkeln aus? Der Strand an sich scheint ja trotzdem auch einiges zu bieten zu haben. Wir haben ja so ein bisschen Outdoor-Gym-mäßig was. Wir haben hier Toiletten und eine Dusche, die man gratis benutzen kann. Und ja, kompletten Service, wie gesagt, allein dadurch, dass hier halt hier Schwimmmeister die ganze Nacht aus sind und trotzdem schauen, dass hier nichts passiert. Und es ist im Prinzip so ein bisschen wie, so ungefähr wie Los Angeles, kann man sagen. Man hat hier dieses Pier, also ihr seht hier, hier ist es so eine Fahrradbahn. Hier kann man im Prinzip dann mit dem Fahrrad langfahren. Auf der Seite sind die Fußgänger unterwegs. Das ist übrigens eine Gummimischung, dieser Boden hier. Das ist kein harter Stein, sondern das ist so eine relativ weiche Gummimasse, damit die in der Hitze tagsüber nicht so krass heiß ist. Wenn ihr also zum Beispiel barfuß seid, verbrennt man sich da nicht die Flossen. Andernfalls auf Stein oder Sand ist das brutal krass. Das ist wirklich schlimm hier. Aber ja, genau, gucken wir mal. Hier alleine der Blick, ne? Schaut mal hier dieses Gebäude hinten. Das sind, glaube ich, alles Hotels. Das ist schon wahnsinnig cool. Dann der Burj Al Arab da hinten. Hier haben wir eine schöne Moschee da oben. Also es sieht schon sehr, sehr krass hier aus. Und jetzt geht auch gerade hier das Licht an, sehe ich tatsächlich. Die Straße wird beleuchtet. Und mal gucken, ja, was hier sonst noch so geht. Ob überhaupt Leute noch schwimmen? Das weiß ich natürlich auch nicht. Ich werde mir auf jeden Fall jetzt mal hier so einen Lime-E-Scooter schnappen, die hier rumstehen. Das ist nicht teuer und ihr könnt euch damit halt dann relativ frei bewegen, was ziemlich cool ist, weil ich jetzt keine Lust habe, so viel zu laufen. Es ist nämlich tierisch heiß immer noch und super, super schwül. Und naja, jetzt hol ich mir so einen E-Scooter und dann fahre ich damit mal so ein bisschen hier durch die Gegend und gucke mal, wo ich noch rauskomme. Hier soll es auch übrigens eine Mall in der Nähe geben. Ist vielleicht gar nicht schlecht zum Abendessen. Dinger sind ganz schön clever. Das Teil ist reduziert auf 16 km/h, weil das irgendwie halt hier dieser Strandabschnitt ist. Voll komisch, habe ich auch noch nie gehabt. Normalerweise fahren die nämlich hier 25. Aber ja, muss man leider mit leben. Ich fahre jetzt mal ein bisschen hier einmal hoch und runter den Strand entlang. Vor allen Dingen ist es eine schöne Abkühlung hier in der Luft. Und ja, guck mal, wo ich hier noch rauskomme. Mal schauen. Einen kleinen Tipp kann ich euch mitgeben, E-Scooter fahren kann man mal machen zum Spaß, aber es lohnt sich gar nicht, vor allen Dingen auch preislich nicht. Die Fahrt jetzt, ich bin 10 Minuten gefahren, hat 13 Dirham gekostet, das sind über 3 Euro, das sind 3,10 Euro ungefähr. Für 10 Minuten Fahrt ist das peinlich, weil für 13 Dirham kannst du
locker 6 Kilometer Taxi fahren. Da hätte ich von der Stelle bis hier hin und wieder zurück beim Taxi fahren können und hätte eine Klimaanlage gehabt. Und so, man sieht es nicht, vielleicht sieht man das Wasser. Ich bin klitschnass geschwitzt. Auf jeden Fall hier, schöner Blick, ich bin jetzt hier übrigens an der Mall, schöner Blick auf das Jumeirah Hotel. Sieht mega stark aus und dahinter seht ihr die Antenne vom Burj Al Arab, der sich dahinter befindet. Damals, so vor ein paar Jahren, gab es dieses Hotel noch nicht, das ist nagelneu, da konnte man halt direkt auf dieses Burj gucken, aber jetzt leider halt nicht mehr ganz. Außerdem, was ich von hier aus sehen kann, direkt vor mir sind ganz viele Rutschen. Hier ist nämlich der Wadi Water Park? Ich glaube Wadi Water Park oder irgendwie sowas heißt der. Auch ein riesiger Wasserpark hier, den man besuchen kann. Ist genauso teuer wie Aqua Venture. Also wer möchte, kann da auch hingehen. Ich werde da nicht hingehen, einfach weil es mir jetzt zu teuer. Ja, im Vergleich zu Dubai Mall und Mall of Emirates und so ist das hier relativ unspektakulär, muss ich sagen. Viele Geschäfte haben schon zu, obwohl wir erst 19.45 Uhr haben. Eigentlich hat die Mall bis 22 Uhr auf. Viele Dinge haben einfach schon zu. Ist schade drum. Deswegen werde ich mich so wieder auf den Weg machen. Ich habe mir einfach gerade ein Eis reingezogen. Und ja, mache ich jetzt wieder auf den Weg nach draußen und gucke mal, ob ich vielleicht draußen noch irgendwie was finde zu essen. Vielleicht gerne was Lokales. Mal gucken. Und ja, aber ich meine, schön ist die Mall. Ne? Da kann man nichts sagen. Es ist wie Dubai typisch alles. Wie geleckt, alles sauber. Ja, nur leider irgendwie wenig los und keine Geschäfte, die mich interessieren. Tja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mehr erwartet von diesem Strand jetzt bei Nacht, als es einem dann eingehalten wurde. Ich habe eigentlich wirklich gedacht, das wäre ein riesiger Strand im Prinzip, wo viel beleuchtet ist und so, aber es war komplett dunkel. Also dahingehend leider dann doch etwas enttäuschend und man hat halt nicht viel gesehen. Naja, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder zurück am Hotel und möchte mir sowas zu essen suchen. Es gibt zwei Optionen, wie ihr es hier machen könnt in Dubai. Entweder ihr geht raus wie ich bei 37 Grad und sucht euch jetzt zu Fuß was, oder ihr lasst euch was liefern. Es gibt ganz viele Lieferdienste, Karim und Nun und Talabat und wie die alle heißen. In der Regel brauchen die so 30 Minuten und die bringen euch eigentlich alles, was ihr wollt. Die bringen euch Essen, die bringen euch Lebensmittel, die bringen euch eure Einkäufe, Elektronikprodukte, alles. Egal, was man im Laden kaufen kann, können die euch bringen. Und habe jetzt überlegt, ob ich was bestellen soll, aber ich denke, es ist eigentlich unnötig. Deswegen ja, suche ich mir jetzt mal zu Fuß hier was und wenn ich gar nichts finden sollte, dann kann ich mir immer noch was liefern lassen. Wir gucken mal. Noch habe ich Bock auf die Hitze. Naja, ja, gut, alles klar. Aber ich würde sagen, trotz allem machen wir hier einen Cut zum Video. Ich denke, es war sehr informativ gewesen. Ich habe ein bisschen was erlebt, ich konnte euch ein bisschen was zeigen. Und ich hoffe, dass ihr da auch euren Spaß hattet und dabei wart und dabei geblieben seid bis hierhin. Abonniert gerne den Kanal für mehr Videos. Wird noch ein bisschen was aus Dubai kommen. Dann könnt ihr einfach immer wieder mal reinschauen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr dabei bleibt. Und dann wünsche ich euch noch was. Macht's gut. Bis dahin zum nächsten Mal. Ciao.